Moin Leute, hier ist Dudi von der Ausleger und ich wünsche euch erstmal ein wunderschönes neues Jahr in 2020, auf das ihr viele Fische fangen werdet. Und in diesem Video soll es mal wieder um Rollen gehen, diesmal der Umbau im Detail. Bevor ich den Umbau technisch ganz genau erkläre, wie man das macht, warum, wieso, weshalb, möchte ich erstmal darauf eingehen, warum überhaupt eine Multirolle und warum, wenn Multirolle, am besten umbauen, damit es auch ein bisschen verständlich ist. Also prinzipiell ist der Hauptgrund, wieso ich umgestiegen bin vor ein paar Jahren auf eine Multirolle, einfach der, dass ich bei einer Stationärrolle ständig meinen Drall hatte. Kommt ganz einfach zustande dadurch, dass die Schnur immer umgelenkt wird, ob mit Bremse, ohne Bremse, mit Bügel, ohne Bügel auf. Sie wird immer umgelenkt durch den Schnurfangbügel quasi, beziehungsweise das Umlenkröllchen, und dadurch kriegen wir einfach immer Drall auf die Schnur. Plus dazu, beim Auslegen ist es in meinen Augen, gerade auf Distanz, total nervig, dass man die Schnur immer irgendwie bremsen muss mit der Hand. Für mich ist es alles blöd gewesen, deswegen habe ich dann irgendwann den Umstieg geschafft auf Multirolle. Ich dachte anfangs erstmal, ja, das wird bestimmt schwer, Rechtshand vielleicht auch, gleich muss ich auch noch lernen, dann noch über Kopf drin und so weiter und so fort. Also eigentlich die Bedenken sind nichtig. Der erste Fisch, der zweite Fisch und schon habt ihr es eigentlich drauf. Aber jetzt haben wir ein ganz großes Problem bei der Multirolle und darauf will ich jetzt ganz genau eingehen. Das ist auch der Grund, warum ich sie mir umbaue. Um das Problem ein bisschen genauer zu verstehen, reicht es eigentlich schon, wenn ich dir erkläre, wofür solche großen Multirollen eigentlich gebaut wurden. Dazu muss man unterscheiden. Eigentlich das, was wir machen, also wir Wallerangler, dass wir die in der Hand halten und den Fisch ranpumpen, und dann drillen. Das ist eigentlich gar nicht das Konzept solcher großen Multirollen. Eigentlich sind diese großen Multirollen dafür geplant, so, sie liegen quasi auf der Bordwand, müssen große Fische aus großen Tiefen einfach herankurbeln. Deswegen sind sie auch so stark untersetzt. Sprich, diese Rollen sind meistens mit einem Kampfgurt befestigt. Plus dazu gibt es solche Einhänger, da kann man sich einen Gurt um den Hals legen und dann kann man wirklich die Rolle so stabilisieren und kann den Fisch einfach nur rankurbeln. Was passiert jetzt, wenn wir Wallerangler mit unseren schmächtigen Fischen anfangen, die aus der Hand rauszudrillen? Ist eigentlich logisch, dadurch, dass die Multi auf dem Kopf steht, wir keine Befestigung haben, wir keine Stabilisierung haben und die Ringe nach oben stehen, die Kraft aber immer nach unten zieht, dreht die Rolle immer nach unten. Ja, und das sieht dann beim Drill so aus, beziehungsweise bei einer Rechtshand so, dass man sich das einklemmt und irgendwie stabilisieren muss, und trotzdem passiert es, dass die immer diesen Kippmoment hat. Deswegen versuchen wir alles ein bisschen zu optimieren, und ich habe vor Jahren mir schon Gedanken gemacht und habe das Ding umgebaut. Also die Konsequenz aus so einem Umbau, beziehungsweise die Idee dabei ist, diese Rolle wie eine ganz normale Stationärrolle zu nutzen, alle Vorteile einer Multi zu haben und alle Nachteile einer Stationär eigentlich zu vernichten. Und das schafft man eigentlich ideal mit solchem Umbau. Einfache Geschichte, dadurch, dass die Ringe nach unten gucken und die Kraft, also der Zug des Fisches auch nach unten gucken, ist es eine einfache Geschichte. Wir drillen ganz normal, beziehungsweise kurbeln ganz normal ein, wie wir es kennen. Ja, und können die Schnur verlegen mit dem Finger, mit dem Zeigefinger, indem wir die einfach belegen von links nach rechts. Ansonsten wird ganz einfach gedrillt, wie man es kennt von der Stationärrolle, und es ist wirklich kein Problem. Übrigens, geeignet für so einen Umbau ist eigentlich jegliche Multirolle, dessen Durchmesser von der Spule etwas höher ist als der Steg hier vorne, so dass die Spule bzw. die Schnur immer über diesen Steg geführt wird. Das ist bei den meisten Monoblockrollen der Fall. Das ist ja keine Monoblock, hier kann man sich aber den Platz schaffen, das zeige ich später im Umbau. Ja, das ist eine 60er Squall Lever Hand, und wenn man sie umdreht, dann bleibt sie natürlich auch eine Linkshand, die man ganz normal vorwärts kurbelt. Vorbereitung ist alles, und genau deswegen bereite ich mir meinen Arbeitsplatz immer schön vor. Ich habe mein Werkzeug hier, ich habe meine Lagerboxen hier, ganz wichtig, eine Magnetschale, sowas hilft. Ein Tuch,
Werkzeug, klar, alles aufgebaut. Wir werden diese Rolle, eine Pen Squall 60, jetzt Stück für Stück auseinandernehmen und ich zeige ganz genau, wie das funktioniert. Wer sowas zum ersten Mal macht, sollte vielleicht nebenbei ein Video laufen lassen oder Fotos schießen, damit auch ganz genau weiß, wie das wieder zurückgebaut wird, weil es doch schon sehr viele Teile sind mitunter. Zuerst einmal fangen wir ganz einfach an und bauen den Händel ab. Dafür müssen wir die Sicherungsschraube erstmal entfernen und können dann mit einem 13er Schlüssel die Mutter lose schrauben. Einfach abziehen. Die Abdeckung können wir abnehmen und auch einlagern. Als nächstes wird die Bremse hier vorne demontiert. Einfach nur abschrauben. Aufpassen, hier sind Federbleche drin, ein ganzes Paket. Deckel abschrauben. Hier sieht man schon das Federpaket, das nehmen wir im Gesamten raus. Und merken uns auch den Sinn dahinter. Hier ist das Federpaket und die werden genau so wieder reingelegt. Hier ist es ganz wichtig, dass die einzelnen Scheiben wieder richtig montiert werden, sonst funktioniert die Bremse nicht. Jetzt lösen wir den Hebel aus. Als nächstes demontieren wir diese Zierblenden auf beiden Seiten. Hierbei musst du auch wieder darauf achten, welche Schrauben verwendet werden, wir haben metrische Schrauben, aber auch selbstschneidende Schrauben. Ergibt sich eigentlich von selbst. Dort, wo wir die Versteifungen drin haben, diese Aluröhrchen, dort kommen die Gewinde rein und überall dort, wo ins Gehäuse direkt geschraubt wird, kommen die selbstschneidenden rein. Diese mittlere Strebe hier ist mit zwei etwas längeren Schrauben. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Sollten die Schrauben von den Versteifungsteilen hier, von diesen Aluröhrchen mitdrehen, einfach das Röhrchen festhalten, gegenkontern und dann mit dem Schraubenzieher kräftig rücken. Hilft das immer noch nicht, müssen wir hier die Schraube wieder reindrehen und dann erstmal dort versuchen, die Schraube lose zu bekommen. Mit dem Tipp hat es jetzt auch funktioniert. Ich konnte die andere Schraube lösen. Jetzt kann ich auch die andere Seite wieder lösen und beide Schrauben entfernen. Um das Getriebe jetzt abzuziehen, musst du einfach nur noch diese beiden Schrauben hier lösen. Die beiden selbstschneidenden Schrauben sind raus und jetzt kannst du den Getriebedeckel einfach abziehen. Hier siehst du die Rücklaufbremse. Wenn du die jetzt ein bisschen reinigst, kommst du besser ran. Um die Rücklaufbremse zu lösen, musst du die beiden Schrauben erstmal aus dem Gehäuse schrauben. Achtung, sie sitzen meistens relativ fest und die Schrauben verzeihen keine Fehler. Die Rücklaufbremse kannst du jetzt einfach von hinten aushebeln. Jetzt kannst du die gesamte Spule rausziehen. Die Achse ist nur in die Spule gesteckt. Solltest du das Bremssystem warten wollen, musst du einfach diesen Deckel abschrauben. Da diese Rolle neu ist, muss ich jetzt auf nichts achten, deswegen baue ich sie wieder zurück. Achte auf die Feder beim Einbau, leg sie hier rein und dann kannst du es auch wieder zusammenschrauben. Ich empfehle dir, den Deckel schön kräftig anzuziehen, weil wenn der sich löst, hast du einen Kapitalschaden, beziehungsweise deine Rolle funktioniert gar nicht mehr. Jetzt haben wir die ganze Rolle teilzerlegt und könnten die einzelnen Komponenten pflegen, warten, schmieren oder auch einfach nur reinigen und inspizieren. Kommen wir zum Umbau der Rolle auf hängend. Dafür gibt es diese fertigen Adapter bei mir und wie man die jetzt einbaut, zeige ich dir jetzt ganz genau. Prinzipiell musst du diesen Halter erstmal lose bekommen, sprich diese Nieten ausbohren oder ausflexen, um diesen Adapter dazwischen zu bekommen und den Originalhalter hier oben raufzuschrauben. Da die Schnur später hier oben langlaufen wird, müssen wir das natürlich auch später alles wegschneiden bzw. wegdremeln und deswegen müssen diese Streben hier auch raus. Dafür nehmen wir uns einfach ein Holz, setzen das Holz zwischen diese beiden, dann nehmen wir uns den passenden Splittentreiber und schlagen die einfach raus. Um diese Nieten hier rauszubekommen, gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Ich mache es mir dann ein bisschen einfacher und flex den Kopf einfach gerade bzw. flach und schlage dann mit dem Splintentreiber die Nieten aus. Wenn wir die Köpfe abgefräst haben, dann können wir die Nieten ganz einfach rausschlagen. Nachdem wir nun den Rollenhalter entfernt haben,
geht's darum, diese Tasche hier zu entfernen. Das kann man mit verschiedenen Methoden machen. Man könnte ein Sägeblatt nehmen, man kann Dremel nehmen, man kann das wegschmelzen, man kann feilen. Also da gibt es viele Methoden. Das beste Werkzeug zum Entfernen der Tasche ist definitiv so ein Sägeband. Die stehen gebliebenen Enden können wir jetzt einfach mit einer Feile oder mit einem Cuttermesser, mit einem Dremel, mit einer Säge, mit verschiedenen Bearbeitungswerkzeugen bearbeiten, um das dann plan und schön zu bekommen. Kurzer Tipp: Für diesen kohlenstoffverstärkten Kunststoff bietet sich so eine grobe Holzraspel ideal an, um Material wegzunehmen. Und mit einer feinen Schlichtfeile für Metall kann man das dann schön gerade ziehen. Und wenn du jetzt ordentlich gearbeitet hast, kannst du die Stellen mit ein bisschen WD-40 reinigen. Ich habe jetzt ausschließlich mit der Feile gearbeitet und habe damit eine richtig saubere Oberfläche gefeilt. Kommen wir zum weiteren Umbau der Rolle. Jetzt müssen wir den Halter anpassen. Dafür haben wir, wie gesagt, diesen Adapter. Der Adapter ist aus Alu gefräst, schwarz eloxiert und die Befestigungsteile aus V4A sind auch dabei. Ziel der Geschichte wird jetzt sein, diesen Adapter hier zwischen zu bekommen, den originalen Adapter oben rauf zu schrauben und dann mit den Befestigungsteilen natürlich festzumachen. Da Penn original Dreier Nieten benutzt und ich mindestens auf eine M4 Schraube ausweichen möchte, müssen wir die Teile hier natürlich aufbohren und wie das funktioniert, zeige ich dir ganz einfach. Prinzipiell brauchst du für die Geschichte ein paar Senker, logisch. Du brauchst einen Bohrer. Du brauchst einen Flachsenker, das ist jetzt ein 4er Flachsenker KM4, dafür ein 4,5 Durchmesser Bohrer, damit der Zapfen hier greifen kann. Den Senker würde ich dir empfehlen zu verlängern, falls du keinen langen hast. Ich werde mir jetzt keinen extra dafür kaufen, deswegen habe ich den ganz einfach auf dem Rohr aufgeschrumpft. Das reicht vollkommen aus. Wir bohren den Halter auf, wir bohren das Gehäuse auf und von hinten kommt dann die Senkung. Ein paar Holzklötze und Abstandshalter werden dir dabei helfen. Da wir die Bohrung hier einfach nur aufbohren müssen, empfehle ich dir eine niedrige Drehzahl. Die Bohrung entgraten wir natürlich. Als nächstes bohren wir das Gehäuse auf mit Durchmesser 4,5. Auch die Löcher werden jetzt sauber entgratet. Die originalen Senkungen werden jetzt auf M4 angepasst. Dafür haben wir den Senker bereits eingespannt. Von der Tiefe her genauso tief wie die Originalsenkung. Sprich, wenn ich hier auf Grund komme, dann bin ich genau richtig. Dass der Senker so rumeiert, ist nicht schlimm. Der zieht sich selber in seine Bohrung rein. Dafür auch die Zentrierung von 4,5. Die Senkungen sind jetzt perfekt drin. Jetzt nochmal ein bisschen entgraten und gut ist. Wir kommen zur Endmontage. Bevor wir jetzt alles montieren, empfehle ich dir erstmal das ganze Teil von dem Bearbeitungsdreck, Staub und von den Spänen zu befreien. Dafür nehme ich einfach Bremsenreiniger, der hat sich bewährt. Kommen wir zur Montage. Dafür brauchen wir einfach nur einen 10er Torx und einen 7er Mausschlüssel. Ich empfehle dir erstmal eine Schraube anzusetzen. Ganz wichtig, Loctite mittelfest, also Schraubensicherung. Und die Muttern, die raufkommen, definitiv mit Schraubensicherung absichern. Damit das ein bisschen hält, montiere ich erstmal nur eine Mutter. Die Schrauben sind jetzt alle perfekt im Gehäuse versteckt. Und jetzt können wir das Gesamte kontern. Wenn du die Teile festschraubst, empfehle ich dir im Kreuzverfahren quasi anzuschrauben. Sprich erstmal den hier und dann die anderen, damit sich das Teil schön legt. Kommen wir zur Endmontage der Rolle, sprich alles wieder zusammenbauen und natürlich auch abschmieren. Dafür nehme ich einfaches Bootsfett. Ich bin damit eigentlich recht zufrieden, es ist in Ordnung und schützt definitiv meine Teile und hält sie schön. Die Montage von der Rücklaufbremse ist bei der Squall ein bisschen pfiffig. Das Teil wird hier eingelegt und zuvor in dem Ritzel eingeklickt quasi.
Das ganze System wird natürlich auch schön eingeschmiert. Jetzt kommt der originale Getriebedeckel drauf. Auch hier können wir wieder ein bisschen Bootsfett überall ranmachen. Das Bootsfett harmoniert auch mit dem originalen Fett, was Penn schon in Verwendung hat. Insofern braucht ihr euch keine Sorgen machen. Der Zierrand wird bereits aufgelegt auf Getriebeseite. Jetzt kommt noch die Versteifung dazwischen, zwischen das Gehäuse. Die wird einfach nur eingeklickt erstmal. Und von der Getriebeseite aus mit zwei langen, selbstschneidenden Maschinenschrauben angesetzt. Jetzt kannst du die kurze, selbstschneidende Schraube mit einem Senkkopf oben einlegen und festschrauben. Der Getriebekopf ist jetzt erstmal fest. Und jetzt müssen wir die Stabilisierungsröhrchen hier wieder reinpressen. Das ist relativ einfach. Darauf geachtet, vorne habt ihr eine Rändelung bei den Rohren und die Rändelung kommt quasi an die Oberseite. Die werden hinten eingedrückt, bis sie sich einlegen. Dann erstmal mit der Hand festgedrückt. Sollten sie noch nicht ganz bündig mit dem Gehäuse stehen, einfach einen kleinen Spindentreiber nehmen, der reinpasst und das Gewinde nicht zerstört und etwas nachhelfen mit dem Hammer. Jetzt kann auch hier oben wieder der Deckel rauf bzw. der Zierrand und festgeschraubt werden. Von oben kommen die etwas kürzeren, langen Maschinenschrauben rein. Hier oben kommen die verbleibende, selbstschneidende Schraube mit dem Senkkopf. Die Röhrchen werden festgeschraubt mit den kleinen Gewindeschrauben mit Senkkopf. Auf der anderen Seite genauso. Am Ende wird der Getriebedeckel festgeschraubt von hinten und das kommt mit den längsten selbstschneidenden Schrauben mit flachem Kopf, die ihr da habt. Jetzt wird der Bremshebel befestigt und richtig eingestellt. Beim Federpaket auf jeden Fall auf die Laufrichtung der Federn achten, ansonsten funktioniert die Bremse später nicht mehr. Die Teile sollten leicht geschmiert sein, konvex zu konkav, konkav zu konvex. Nachdem ihr das Federpaket eingelegt habt und den Bremshebel auf die unterste Position bzw. vor der untersten Position gewählt habt, einfach den Deckel sauber aufschrauben und erstmal etwas die Bremse stärken. Dazwischen immer mal schauen, ob die Bremse sich auch richtig gelegt hat. Und auch mal die Full-Strike-Position testen. Die weitere Einstellung mache ich dann am Wasser. Jetzt wird der Hebel wieder montiert, dazu einfach die Abschlusskappe hier rauf. Dann kommt der Hebel, hier könnt ihr auch noch verstellen, welche Länge ihr gerne habt. Ich habe den gerne etwas länger. Am Ende kommt die Mutter raufgeschraubt. Die kannst du dann mit einem 13er Maulschlüssel auch ein bisschen festziehen. Und am Ende noch das Sicherungsblech. Mit der kurzen, kleinen Gewindeschraube. Die Rolle ist jetzt quasi fertig. Jetzt wird die noch ein bisschen abgewischt, sauber gemacht. Die Bremse wird nochmal getestet, ob alles in Ordnung ist, ob sich hier alles einwandfrei drehen lässt. Man hört das Fett, das muss sich noch ein bisschen verteilen. Ansonsten hat alles funktioniert. 40 hier. Ja, ich hoffe, deine Rolle ist noch ganz oder du hast den Umbau auch erfolgreich geschafft. Wenn nicht, du kriegst die Adapter nicht nur bei uns, du kannst sie auch komplett umbauen. Ansonsten hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat. Gib mir ein Abo, gib mir auf jeden Fall einen Daumen. Abonnier die Glocke unten links oder rechts, das muss ich auch noch lernen. Und bis zum nächsten Video. Ach so, bevor ich es vergesse, im nächsten Video will ich euch ein bisschen was über die Whopper Plopper erzählen. Wie man sieht, habe ich eine ganz große Lieferung bekommen. Und wir machen einen Crash-Test. Ich habe mir extra eine Vorrichtung gebaut und dann versuchen wir die Dinge einfach mal zu zerreißen.